Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Preisverleihung der Lautenschläger Forschungspreise 2020-2021. Wegen der Pandemie verspätet erst jetzt und im Livestream aus der alten Aula der Universität Heidelberg. Livestream hat ja seine Vorteile. Viel mehr Menschen als sonst können die hier dabei sein. Zwar nicht im Raum, aber zu Hause oder im Büro vor ihren Laptops, vor ihren Bildschirmen können sie uns zuschauen. Und ab kommenden Montag wird diese Preisverleihung auch online dauerhaft verfügbar sein. Seit genau 20 Jahren wird dieser höchst dotierte, privat gestiftete Forschungspreis Deutschlands hier an der Universität Heidelberg vergeben. Alle zwei Jahre an herausragende, in der Forschung aktive Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Er ist mit 250.000 Euro dotiert und richtet sich an alle Disziplinen, von den Geistes- über die Gesellschaftswissenschaften bis zu den Naturwissenschaften und der Medizin. Mit dem Preis werden international anerkannte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Heidelberg, aber durchaus auch deutsche oder ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgezeichnet, die der Universität Heidelberg in wissenschaftlicher Kooperation verbunden sind. Wir freuen uns sehr, dass der Stifter dieses Preises, Dr. Manfred Lautenschläger, heute mit seiner Familie zusammen bei uns ist. Der Mitbegründer und heutige Aufsichtsratsvorsitzende der MLP AG ist, wie Sie alle wissen, Gründer und Mäzen der Manfred-Lautenschläger-Stiftung und seit 1998 schon Ehrensenator der Universität Heidelberg. Toll, dass Sie dabei sind, genauso wie unsere Preisträgerin und unser Preisträger und auch ein Preisträger des letzten Lautenschläger-Forschungspreises. Selbstverständlich sind wir hier im Raum getestet oder schon zweifach geimpft. Das heißt, es geht alles nach strikten Corona-Regeln zu. Alle, die hinter der Kamera sind, tragen Masken und. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Markus Brock. Ich bin Journalist und Fernsehmoderator, seit vielen Jahren beim SWR und bei Dreisat unterwegs und auch viel bei Wissenschaftsveranstaltungen als Moderator, auch bei vielen Wissenschaftspreisen. Und ich freue mich sehr, dass ich Sie heute durch diese Preisverleihung und auch durch das Wissenschaftsgespräch führen darf. Bevor wir beginnen, gibt es aber erstmal Musik. Und zwar mit einer der führenden deutschen Jazzpianistin, Julia Kadel. Kommt mit dem Titelstück ihres ersten Trio-Albums aus dem Jahr 2014. Im Vertrauen heißt es. Thank you.
Julia Kadel. Später hören wir noch mehr von ihr. Doch jetzt freuen wir uns auf unseren Gastgeber heute. Und das ist natürlich der Rektor der Universität Heidelberg, Professor Dr. Bernhard Eitel. Spektabilis, liebe Gäste, Sie alle und heute die meisten leider in der Ferne, begrüße ich sehr herzlich in der alten Aula der Universität Heidelberg zur Verleihung der Lautenschläger Forschungspreise. Es sind zwei. Den Forschungspreis in Höhe von 250.000 Euro erhält in diesem Jahr die Neurobiologin Frau Kollegin Professor Hanna Monnier. Mit dem Lautenschläger Forschungspreis für den wissenschaftlichen Nachwuchs wird unser eminöter Forschungsgruppenleiter, Herr Juniorprofessor Dr. Felix Joos, ausgezeichnet, der an der Schnittstelle zwischen Mathematik und Informatik tätig ist. Beiden ein herzliches Willkommen. Wir haben uns heute unter Corona-Bedingungen hier in einem kleineren Kreis versammelt und übertragen die Preisverleihung aus einer wundervoll illuminierten alten Aula in die weite Welt. Wie gesagt, schön illuminiert, aber auch sehr schön musikalisch eingestimmt durch Julia Kadel. Vielen Dank dafür. Ich freue mich zusammen mit den hier Versammelten, dass Sie sich zugeschaltet haben und der Verleihung des bedeutendsten Wissenschaftspreises in Deutschland, den eine Privatperson stiftet, beiwohnen. Ich spreche hier von Dr. Manfred Lautenschläger, den ich mit seiner Frau Angelika und seiner Tochter Katharina Segelken und seinem Sohn Markus Lautenschläger sehr herzlich begrüße. Mit seinem Forschungspreis hat er einen Ermöglichungspreis geschaffen. Das heißt, er bindet die Mittel nicht an seine eigenen Ideen und Vorstellungen, sondern ermöglicht es den Forschenden, das Geld für deren Ideen einzusetzen, also für Dinge, die ansonsten eher schwer eine Förderung erhalten. Damit belegt er ein außergewöhnliches Vertrauen in die Wissenschaft, in die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ein Vertrauen, das weit ausstrahlt in die Gesellschaft. Vertrauen, nicht Kontrolle. Zutrauen und Verständnis. Ermöglichungskultur statt Misstrauenskultur. Förderung, nicht verbunden mit bürokratischer Einengung. Akademisch-meritokratisch gestaltete Leistungskultur statt populistischer Gleichmacherei. Das sind Werte und Tugenden, die unsere Wissenschaft, die Universitäten und die Gesellschaft brauchen und die Vorbild sein können und Vorbild sein müssen. Mit den Preisen verändert Manfred Lautenschläger daher im positiven Sinne die Möglichkeiten, Forschung frei zu gestalten. Forschungsfreiheit gewinnt hier eine neue, eine im Kern immanente Bedeutung. Freiheit, ein zentraler Punkt für Forschende und für Unternehmerpersönlichkeiten. Hier liegt vielleicht auch der Kern für das Verständnis, für die Begeisterung Manfred Lautenschlägers, die er für Neues, die er für erkenntnisorientierte Wissenschaft entwickelt. Dankbar bin ich an Markus Brock, der durch die Veranstaltung führt und auch das Wissenschaftsgespräch mit den Laudatoren Professor Dragun und Dekan Professor Walcher sowie den beiden Ausgezeichneten leiten wird. Herrn Dr. Schemmel begrüße ich ebenfalls sehr herzlich. Er ist bei uns für den vormaligen Preisträger, den Kollegen Professor Karl-Heinz Mayer, der leider plötzlich nur wenige Tage vor der Preisverleihung 2018 verstarb. Herr Dr. Schemmel ist leitend in der Arbeitsgruppe Neuromorphous Computing tätig und wird uns über den Einsatz des Preisgeldes an der Spitze innovativer Forschung in Heidelberg berichten. Frau Dr. Claudia Backes, die den ersten Lautenschläger-Forschungspreis für den wissenschaftlichen Nachwuchs 2018 bekommen hat, ist leider in Quarantäne und kann heute nicht hier sein. Aber ich denke, sie schaut uns zu. Alles Gute, Frau Ehn, für Sie, liebe Frau Backes. Bleibt noch den beiden Preisträgern, Preisträgerinnen zu gratulieren. Liebe Frau Monnier, ich freue mich, dass wir uns wieder einmal physisch begegnen. Ihr Laudator wird Sie noch angemessen würdigen, aber ich erlaube mir hier zu gratulieren
und Ihnen weiterhin viel Erfolg zu wünschen. Lieber Herr Joos, als Grenzgänger zwischen Mathematik und theoretischer Informatik tummeln Sie sich im Augenblick an einer wissenschaftlichen Schnittstelle, die derzeit mehr als in früheren Jahren Aufmerksamkeit erzeugt und verdient. Letzte Woche hörte ich einen Mathematiker behaupten, er sei ja Philosoph in Wirklichkeit. Nun denn, dann sehe ich Sie als praktischen Philosophen im Mathematikon im Neuenheimer Feld. Herzlichen Glückwunsch auch Ihnen und alles Gute für Ihre künftige Karriere. Ich wünsche nun Ihnen allen, die zusehen und uns hier im Saal in diesem wunderbaren akademischen Ambiente, das Tradition und Zukunft verbindet, eine kurzweilige und interessante Preisverleihung. Lieber Manfred, wir danken dir und deiner Stiftung für das Engagement und die Verbundenheit mit unserer Universität. Du bist ein treuer Freund und Förderer unserer akademischen Gemeinschaft und machst dir, das weiß ich, selbst die größte Freude damit, die exzellente und international ausstrahlende Wissenschaft in Heidelberg aktiv zu begleiten und zu unterstützen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Herr Professor Eitel, und bis gleich. Es ist Tradition, er hat es schon angesprochen beim Lautenschläger Forschungspreis, zu Beginn zu schauen, wie es den letzten Preisträgern ergangen ist. Wir haben es gerade schon gehört, Dr. Backes kann leider nicht hier sein, alles Gute. Und wir haben gehört, Dr. Johannes Schemmel ist da, der Leiter der Electronic Visions Arbeitsgruppe von Professor Dr. Karl-Heinz Meyer, der eben kurz vor der Preisverleihung vor 2 Jahren gestorben ist. Ich darf Sie sehr herzlich nach vorne bitten, denn wir sind natürlich neugierig zu hören, was Sie mit dem Preisgeld gemacht haben. Herzlich willkommen. Dank. Aber zuerst möchte ich noch mal hören, das war ja damals ein Schock für Sie alle, für die ganze Arbeitsgruppe. Das war auch deutlich in der Preisverleihung, wie man mir berichtet hat, zu spüren, wie sehr Sie alle betroffen waren. Wie geht es Ihnen denn jetzt inzwischen? Wie sehr vermissen Sie ihn noch heute? Ja, das war natürlich wirklich ein riesiger Einschnitt und wir vermissen ihn tatsächlich immer noch. Also oft sitzt man zusammen, diskutiert immer Probleme und dann schaut man unbewusst in seine Richtung, wo er vorher gesessen hätte und fragt sich, was er wohl für eine Lösung vorgeschlagen hätte. Er hatte ja immer Ideen und immer Lösungen parat. Und die wissenschaftliche Arbeit, geht die jetzt in seinem Sinne genauso weiter oder haben Sie andere Richtungen einschlagen müssen? Nein, ich glaube, wir haben es geschafft, wirklich genau sozusagen seine Träume und auch seine Wünsche wahr werden zu lassen, im Rahmen dessen, was man in den 2 Jahren, die seitdem vergangen sind, erreichen kann. Hat er der Preis auch geholfen und das Preisgeld, um dran zu bleiben? Ja, das Preisgeld war enorme Hilfe, um in eine neue Richtung zu gehen, die wir vorher noch nicht gegangen haben. Wir machen ja normorphes Rechnen, das heißt also Computer nach dem Vorbild vom Gehirn. Und dank dem Preisgeld konnten wir diese Technologie dann verbinden mit Methoden der künstlichen Intelligenz, um diese Verfahren sozusagen vor Ort, das nennt man so Edge Computing oder Edge KI, direkt am Sensor einsetzen zu können. Und Sie haben uns da ein kleines Teil mitgebracht, genau, das größer als eine Kreditkarte. Was ist das? Das ist genau eine Kreditkarte. Allerdings das Entscheidende ist nur dieser winzig kleine Mikrochip hier. Mhm. Das ist der Chip, den wir eben mit dem Preisgeld entwickeln konnten und der die Methoden sozusagen der klassischen KI mit dem biologischen Prinzipien verbindet. Und was kann der dann genau? Was macht der? Der Vorteil davon ist, dass wir dann obwohl es nur so ein kleiner Chip ist, sehr, sehr energieeffizient, sehr anspruchsvolle KI-Probleme lösen können und das verbinden können eben mit biologischen Prinzipien wie Lernen vor Ort. Und das ist auch, glaube ich, weltweit einzigartig im Moment. Wie kann man das dann konkret anwenden, wenn es so klein machbar ist? Also mögliche Anwendungen sind eben, dass man hier einen Sensor anschließt, also zum Beispiel eine Kamera, und dann den Vorteil hat, dass man mit der KI vor Ort keine Kameradaten ins Internet übertragen muss oder ein Rechenzentrum. Das heißt, die Privatsphäre bleibt vollkommen gewahrt. Das nennt man Datensparsamkeit. Man kann dann zum Beispiel automatisches Notrufsystem für Senioren sich vorstellen, was eben Hilfe ruft. Das erkennt die KI, wenn irgendein Notfall vorliegt, aber es wird nichts übertragen. Also es besteht keine Gefahr, dass man hier überwacht wird durch die Technik. Solche Anwendungen auch in anderen Sicherheitsbereichen zum Beispiel oder auch Spracherkennung. Sie haben mir gesagt, das ist auch gar nicht teuer, das Teil. Also das heißt, man kann das wirklich in ganz vielen Bereichen einsetzen. Ja, unsere Hoffnung ist, dass wir das in Zukunft dann eben auch eventuell wirklich zu
Produkten entwickeln können, weil wir eben wirklich nur so einen winzigen, sehr günstigen Chip auch braucht und den entsprechenden Sensor. Das heißt, viele Möglichkeiten in allen Bereichen sind eigentlich denkbar, gerade wenn es um Sensorik geht. Wie wollen Sie weitergehen mit der Arbeitsgruppe? Was haben Sie für Ziele, für Pläne? Ja, wir wollen diese Techniken eben jetzt sozusagen, wir haben einen Prototyp, wir haben demonstriert, dass das Verfahren funktioniert und wir würden jetzt gerne das eben in die Anwendung bringen, also dass es dann wirklich einsatzfähig wird. Wie lange braucht das? Ich weiß, das hören Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen nicht gerne, diese Frage, aber Journalisten müssen die stellen. Also ich würde sagen, da sind wir höchstens auf der Hälfte des Weges jetzt seit den letzten 2 Jahren. Also das dauert sicher noch ein paar Jahre. Okay, aber es ist zumindest ganz konkret absehbar, dass das was wird. Wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg dabei, Ihnen und der ganzen Arbeitsgruppe. Herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Danke. Alles Gute. Vielen Dank für den Preis. Und wir kommen jetzt, meine Damen und Herren, zur Übergabe der Preise und beginnen mit dem Lautenschläger Forschungspreis für den wissenschaftlichen Nachwuchs 2020-2021, der mit 25.000 Euro dotiert ist. Ich darf sehr herzlich zum Überreichen nach vorne bitten den Rektor der Universität Heidelberg, Professor Dr. Bernhard Eitel, und Dr. Manfred Lautenschläger, den Preisstifter. Und natürlich den Preisträger, Dr. Felix Joos, Juniorprofessor für theoretische Informatik. Ja, ich gratuliere, wie gesagt, ganz herzlich noch einmal und darf Ihnen die Urkunde vorlesen vor der Verleihung. Die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg verleiht Juniorprofessor Dr. Felix Joos den von Dr. H.C. Manfred Lautenschläger, Ehrensenator der Universität Heidelberg, gestifteten und mit 25.000 Euro dotierten Lautenschläger-Forschungspreis für den wissenschaftlichen Nachwuchs 2020-2021. Dr. Felix Joos wird für seine richtungsweisende Forschungstätigkeit auf dem Gebiet der theoretischen Informatik an den Schnittstellen zur diskreten Mathematik, Graphentheorie und Kombinatorik ausgezeichnet. Durch hohe Kreativität, Eigenständigkeit und technische Flexibilität hat Dr. Joos auf sich aufmerksam gemacht und gilt als eines der vielversprechendsten Talente auf seinem Forschungsfeld. So hat er innovative Methoden entwickelt, die verschiedene Werkzeuge aus der statistischen Physik und der diskreten Mathematik kombinieren und damit Lösungsansätze für bislang ungeklärte Rätsel der Mathematik erarbeitet. Heidelberg, den 7. Mai 2021, der Rektor, das bin ich. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Vielen, vielen Dank. Ich gratuliere ganz herzlich. Ja, danke. Danke. Ja. Herzlichen Glückwunsch und wir gehen gleich weiter, denn wir werden uns im Wissenschaftsgespräch natürlich wiedersehen und da hat er auch die Gelegenheit, sich zu bedanken. Aber wir gehen gleich weiter zu unserer Hauptpreisträgerin. Ich darf Professor Dr. Hannah Monnier nach vorne bitten. Auch hier ist es mir eine Ehre und Freude, die Urkunde zu verlesen. Die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg verleiht Professor Dr. Hannah Monnier den von Dr. H.C. Manfred Lautenschläger, Ehrensenator der Universität Heidelberg, gestifteten und mit 250.000 Euro dotierten Lautenschläger-Forschungspreis 2020-2021. Die international renommierte Preisträgerin wird für ihre herausragenden Forschungsleistungen auf dem Gebiet der Neurobiologie ausgezeichnet. Hannah Monnier gehört zu den weltweit führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Hirnforschung und war an bahnbrechenden, international weithin sichtbaren Entdeckungen beteiligt. Hannah Monnier forscht insbesondere zu molekularen Mechanismen, die zu synchronen neuronalen Netzwerkaktivitäten führen und somit auch kognitive Prozesse wie Lernen und Erinnern ermöglichen. Sie gilt als Pionierin einer modernen, in der Molekularbiologie verankerten systemischen Neuro- und Verhaltenswissenschaft, die sich nicht scheut, den Blick über die Grenzen ihrer eigenen Disziplin hinauszuweiten. Das kann ich bestätigen.
Heidelberg, den 7. Mai 2021. Der Rektor, das bin immer noch ich. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch an Frau Professorin Monnier. Sie dürfen auch wieder Platz nehmen, Dank sagen und das Wissenschaftsgespräch gibt es später. Herzlichen Dank, Professor Eitel. Herzlichen Dank, Herr Dr. Lautenschläger. Auch Ihnen bis später. Und bevor wir mit dem Wissenschaftsgespräch beginnen, gibt es wie versprochen nochmal Musik. Julia Kadel hat in Dresden Jazzklavier studiert, hat mehrere Preise gewonnen und ist mit ihrem Trio und auch in anderen Besetzungen auch als Solopianistin international erfolgreich. Wir hören sie jetzt mit einer Komposition aus ihrem zweiten Trio-Album. Das hieß Über und Unter, ist von 2016 und das Stück heißt Herbstwoche.
Julia Kadel mit Herbstwoche. Das ist ein würdiger Abschluss, finde ich, für die Herbstwochen, die wir in den letzten Frühlingswochen erlebt haben. Jetzt soll es ja Gott sei Dank besser werden. Wir erleben sie am Ende unserer Preisverleihung nochmal. Aber jetzt kommen wir zum Wissenschaftsgespräch, in dem wir unseren Nachwuchspreisträger und unsere Preisträgerin und ihre Forschung besser kennenlernen wollen. Und dafür darf ich sehr herzlich nicht nur unsere beiden Preisträger nach vorne bitten, sondern auch die beiden, die sie vorgeschlagen haben. Das ist mit Professor Dr. Hannah Monnier, Professor Dr. Andreas Dragun. Kommen Sie ruhig gleich nach vorne. Er ist vom Institut für Physiologie und Pathophysiologie, Abteilung Neuro- und Sinnesphysiologie der Medizinischen Fakultät Heidelberg. Und Julia Professor Dr. Felix Joos kommt mit Professor Dr. Johannes Walcher, Professor für Mathematische Physik am Mathematischen Institut der Universität Heidelberg. Herzlich willkommen, auch den beiden Vorschlagenden. Und Sie können jetzt gerne hinter die Stelen gehen, dann haben wir was zum Festhalten. Ja. Frau Professor Monnier, Sie möchten sich sicher erstmal kurz bedanken. Ja, genau. Ich bitte darum. Zunächst möchte ich mich bei Herrn Lautenschläger bedanken, bei seiner Familie und bei der Stiftung. Es gäbe viele Gründe, Herr Lautenschläger, die zu nennen. Ich möchte vielleicht nur drei schnell erwähnen. Einer natürlich, das Geld ist für unser Labor und dafür danke ich. Darüber sind wir sehr froh. Ich gucke mal, die Leute im Labor, die schauen sich das an und die freuen sich natürlich mit mir darüber. Sie werden genauso ausgezeichnet wie ich, denn wir arbeiten als große Gruppe an diesen Fragen. Zweitens ist natürlich so ein Preis sehr, sehr wichtig, auch um ein Zeichen in der Gesellschaft zu setzen, aber auch, weil meines Erachtens Forschung und Kultur, glaube ich, mit das meist Verbindende ist. Und gerade in schwierigen Zeiten erleben wir das immer wieder. Ich arbeite mit Mitarbeitern aus ganz verschiedenen Ländern. Denn wenn man über Forschungsfragen spricht, wenn man über Kultur spricht, da gibt es keine Probleme. Da spricht man über die Sache an sich, da ist der Hintergrund nicht wichtig, da ist die Sprache nicht wichtig, man kann sich verständigen. Und so etwas zu fördern, ist eine große Sache. Und drittens, gerade in Zeit von dieser Pandemie, von Corona, haben wir erst recht gesehen, wie wichtig es ist, Grundlagenforschung zu fördern. Was aus der Grundlagenforschung kommt, war die translationale Seite, die für die Gesellschaft sehr, sehr wichtig sind. Es gäbe viel mehr Gründe. Ich möchte bei diesen bleiben. Ich möchte mich natürlich ganz, ganz besonders bei meinem Labor bedanken. Hi guys, thank you very much for watching. Thank you very much for helping everything. Und ich möchte mich natürlich bei meiner Familie bedanken, bei meinem Mann, bei meinen sehr guten Freunden, die immer verstanden haben, warum mir das wichtig ist, warum ich diese Zeit für das Labor brauche, warum man so viel Zeit braucht. Ja, und dafür bin ich sehr dankbar und natürlich auch bei meinen Eltern, die das möglich gemacht haben und mich immer verstanden haben, in diesem Bestreben, dieser Sache, die mir so wichtig ist, nachzugehen. Vielen Dank. Professor Joos hat später die Gelegenheit, erstmal zu Professor Dragun. Sie haben sie ja vorgeschlagen. Wir haben schon gehört, dass sie eine absolute Pionierin ist, dass sie wirklich eine der herausragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Welt auf ihrem Gebiet ist. Trotzdem erklären Sie uns und wirklich für Laien verständlich, was macht sie so herausragend? Was sind ihre Pionierleistungen? Ich versuche das, was uns wahrscheinlich jetzt allen schon klar geworden ist, in möglichst nicht technischer Terminologie zu bringen. Und da kann man sagen, dass Hannah Monnier in ihrer Forschung zwei ganz wesentliche Stränge der modernen Hirnforschung, der Neurowissenschaften vereinigt hat. Sie kommt ja aus der Medizin, hat in Heidelberg Medizin studiert, hat als Kinderneurologin begonnen und sich dann den Schadensmechanismen zugewandt. Warum sind Nervenzellen so besonders vulnerabel, so besonders schwer auch zu heilen, zu reparieren, was uns ja vor enorme gesellschaftliche und medizinische Herausforderungen stellt? Aus dieser Forschung heraus, aus dieser translationalen Forschung heraus, ist sie dann zu den Grundmechanismen der neuronalen Übertragung gekommen, ist aus den Staaten zurückgekommen, hier nach Deutschland, nach Heidelberg und hat in der Arbeitsgruppe von Peter Seeburg und Bert Sackmann bahnbrechende Arbeiten zu den molekularen Mechanismen gemacht, mit denen Nervenzellen miteinander kommunizieren. Und der große zweite Schritt, nun der auch paradigmatisch ist für die Entwicklung der modernen Neurowissenschaften, ist, dass sie diese molekularen Arbeiten zu den Transmittern, Transmitterrezeptoren, also den molekularen Signalmechanismen, sozusagen transformiert hat über die Ebene der Zellen, der Netzwerke bis hin zum sich verhaltenden Tier zu Krankheitsmodellen, also Ebenen überbrückt hat
zwischen diesen verschiedenen Systemebenen, immer unter Mitnahme der molekularen Grundlagen. Und das zeichnet Ihre Forschung in ganz besonderer Weise aus, dieser ebenenüberbrückende Ansatz, den wir heute in den Neurowissenschaften eigentlich als das begreifen, was man Verstehen neuronaler Vorgänge nennen kann. Sie behält dabei die translationalen Anfänge ihrer Karriere weiter im Blick. Sie ist weiterhin mit diesem ärztlichen Blick unterwegs. Das heißt, sie versucht diese Forschung, so wie wir es ja auch gerade eindrucksvoll gehört haben, nutzbar zu machen. Nicht so sehr in einem kurzfristigen Sinn. Es geht nicht um die Entwicklung von Produkten und unmittelbare Anwendungen, aber immer darum, die Grundlagen eigentlich zu schaffen, um ein besseres Verständnis von Krankheitsmechanismen aus molekularen Mechanismen heraus zu erzielen. Und schließlich, der Rektor hat es schon erwähnt, sollte man eben sagen, dass sie auch mindestens im deutschsprachigen Raum, aber auch weit darüber hinaus zu denjenigen gehört, die diese Entwicklung der Neurowissenschaften kritisch und kreativ in einen breiteren Kontext einbetten, von anthropologischen, philosophischen Fragen. Und schließlich, dass sie auch eine herausragende und sehr charismatische akademische Lehrerin ist. Und das alles zusammen, mehr Positives kann man ja fast gar nicht über jemanden sagen, aber aus dem allen wird, glaube ich, deutlich, dass du sehr, sehr zu Recht heute hier stehst. Und nochmal herzlichen Glückwunsch auch von mir. Danke. Dankeschön, Professor Dragon. Wir haben es schon gehört, die Fragen, die Sie beschäftigen, sind so die molekularen Mechanismen, die unserem Gedächtnis zugrunde liegen. Und wie wir lernen, das beschäftigt Sie. Dafür schauen Sie praktisch seit 3 Jahrzehnten in die feinsten Verästelungen des Gehirns, kann man sagen, oder? Ja, so ist es. Herr Dragon hat es aber gerade erklärt. Wenn wir etwas lernen, wenn wir uns morgen an diesen Tag erinnern, hat sich etwas in unserem Gehirn verändert. Und mich haben zunächst mal die Synapsen selbst interessiert. Die werden verstärkt. Die Ströme, die da fließen, die bleiben nicht mehr so, wie sie vorher waren. Aber da sich die Zelle verändert, ist ihre Kontribution im Netzwerk auch eine andere. Da verändert sich auch die Netzwerkaktivität. Und natürlich verändert sich auch das Verhalten des Tieres. Und mich interessiert sehr, wie trägt die Zelle dazu bei, dass ein kognitiver Prozess sich verändert, aber umgekehrt, das ist mindestens so wichtig, zu verstehen, und das machen heutige Techniken möglich, man geht nicht nur diesen Bottom-up-Schritt von der Zelle zum System, zu dem Verhalten, sondern ein sich verhaltendes Tier nimmt die Welt anders wahr. Und das nennen wir Top-Down. Das heißt, wenn ich etwas höre, verändert sich mein Sehen. Wenn ich etwas sehe, verändert sich mein Hören. Und da versuchen wir dann von oben nach unten zu gehen. Und dafür brauchen Sie viel mehr als 3 Jahrzehnte. Da brauchen Sie mehrere Menschenleben dafür. Aber Sie haben im Prinzip, als Sie damit angefangen haben, war das Neuland. Da war ja vieles davon auch gar nicht noch so sichtbar zu machen, oder? Das heißt, das hat sich ja erst im Laufe der Jahre ergeben. Das stimmt, das stimmt. Ich habe rein molekular begonnen. Ich kam aus der Medizin. Aber was Herr Dragon genannt hat, das war möglich, weil sich auch bestimmte Techniken entwickelt haben. Wir haben vor wenigen Jahren einen neuen Zelltypus kennengelernt. Das war nur machbar, weil eine neue Technik auf dem Markt war, die sogenannte Optogenetik. Wir können damit halt sehen, wie auch Zellen ganz weit, die weit voneinander entfernt sind im Gehirn, wie die miteinander kommunizieren. Und da stehen sie dann nach 30 Jahren und stellen ihre alte Frage wieder im neuen Licht. Das heißt aber im Grunde, und ich finde, das verbindet Sie auch mit Professor Joos, Sie sind angetreten, Rätsel zu lösen. Dinge, die wir nicht kannten, die wir nicht verstanden haben. Sie haben Neuland betreten. So ist es. Wobei es ist auch zu nennen, dass die Dinge, wofür ich bislang geehrt worden bin, seltenst das waren, was ich eigentlich erforschen wollte. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber es ist natürlich so, Sie forschen an etwas und unterwegs entdecken Sie etwas anderes. Und die Forschung hat genau auch diesen Moment, dass Sie dann auch wirklich die Richtung wechseln. Das müssen Sie dann auch ergreifen. Das ist dann Fortuna, die sich Ihnen zeigt und die müssen Sie dann beim Schopf packen. Das ist das Tolle. Also ich sehe ungefähr, wo ich stehe in 5 Jahren, aber
ich werde es nicht wissen, weil ich unterwegs von anderen Dingen überrascht werde, weil ich andere Dinge sehe. Und dafür sind natürlich solche Gelder sehr, sehr wichtig, dass sie dann diesen Überraschungen auch Raum lassen und die Finanzen dafür haben, dem nachzugehen. Da kommen wir nachher noch drauf. Professor Joos, wie ist das bei Ihnen? Also Sie sind ja auch jemand, der Rätsel löst und sich da dran macht. Wissen Sie manchmal auch nicht genau, wo Sie es hinführt? Ja, ich habe gerade innerlich gestrahlt, habe gedacht, ja, genau so geht es mir auch. Ich weiß auch nicht, was in 5 Jahren ist und ich gehe manchmal einen Weg und dann stelle ich fest, übrigens, wenn ich jetzt einmal nach links schaue, da kann ich ja ein Problem lösen. Das habe ich vorher gar nicht gesehen, aber ich bin jetzt einen Schritt vorwärts gelaufen und jetzt bin ich um die Ecke schauen und sehe das auf einmal. Also da geht es mir ganz genauso. Und das ist auch der große Antrieb, einfach auf jeden Fall. Immer weiter zu fragen und zu forschen und zu rätseln und zu knobeln im Grunde auch. Ne? Ja. Also bei Ihnen ist es ja ganz stark auch knobeln, da kommen wir gleich noch drauf. Wir haben 100 Milliarden Nervenzellen ungefähr im Gehirn. Die einen nutzen Sie mehr, die anderen weniger. Sie beide sehr, alle, die hier stehen. Und Sie haben viel darüber herausgefunden. Sie haben schon angedeutet, wie die Kommunikation untereinander funktioniert. Wie haben Sie das rausgefunden und wie funktioniert die? Um Ihnen ein konkretes Beispiel zu nennen, in unserem Labor untersucht man, wie auch im Labor von Herrn Dragoon, ganz, ganz früher haben wir die Moleküle überhaupt kloniert. Wir konnten diese Kanäle, die in den Synapsen sitzen und die Kommunikation ermöglichen, die könnten wir dann selbst in andere Zellen reinbringen, sie zum Verstummen bringen, sie stärker stimulieren. Also das, was die Physiologie normalerweise nicht hergibt, das konnte man über genetische Methoden, sie schalten etwas aus in einer ganz bestimmten Hirnregion und sehen, ob das Hirn dann noch lernen kann oder das, was es gelernt hat, behält. Und das machen sie dann natürlich in dem Verhaltensversuch. Also auf diesen Ebenen, also sie versuchen wirklich zu verstehen, wie geht so ein Kanal auf, wie lange braucht er, wie viele Millisekunden braucht er und wie ist das, wenn ich mich dann erinnere, was passiert dann in meinem Gehirn? Und wir sind absolut überzeugt, das, was wir von den Mäusen lernen, das sind natürlich genetisch veränderte Mäuse, dass das auf den Menschen übertragbar ist. Das ist in der Evolution schon so selektioniert, dass die Veränderungen, die uns ausmachen, dafür haben wir jetzt keine Zeit zu reden, aber diese Basic Processes, die sind die gleichen. Sie haben ja dann ganz besonders die Dirigenten in unserem Gehirn untersucht. Sie sind ja auch eine hervorragende Pianistin, haben Frau Kadel dann sicher auch sehr genossen. Sie wären ja fast Pianistin geworden. Ja. Und Sie sagen, also im Gehirn gibt es Dirigenten und Superdirigenten. Was machen denn die Dirigenten? Ich versuche das einfach zu erklären. Es gibt Zellen, die wichtig sind für die Wahrnehmung und für die Erinnerung. Sie müssen sich das vorstellen. Viele Zellen, die wie im Orchester die Musik machen. Sie haben die Geigen, sie haben die Celli, sie haben die Trompeten, sie haben die... Und das Ganze muss aber auf die Millisekunde genau funktionieren. Um etwas wahrzunehmen, um etwas zu verarbeiten, sind Tausende und Abertausende Zellen auf die Millisekunde genau synchronisiert. Dafür brauchen sie Zellen, die das Ganze irgendwie zusammenhalten. Und an diesen Zellen haben wir gearbeitet, als ich... wie Sie junge Gruppenleiterin war, denn wie Herr Dragoon noch sagte, ich habe mit Peter Seeburg und mit Sackmann gearbeitet, Sackmann Nobelpreisträger, Seeburg ähnlich gut, da hat man als junger Forscher, und ich bin in Heidelberg geblieben, da müssen Sie Ihr Terrain finden, dann habe ich gedacht, was kann ich machen, was die nicht machen, oder wo sie sich jetzt nicht hinbewegen. Und da hat mir das medizinische Wissen sehr genutzt, weil die waren sehr, sehr zellulär orientiert und ich dachte, wenn ich jetzt bei ihm gelernt habe, was die Zelle braucht, dann möchte ich wissen, wie das System das. Also das, glaube ich, hat mir sehr, sehr geholfen, meinen Weg zu gehen in einer Zeit, in der es damals noch nicht so viele machen. Inzwischen machen es sehr, sehr, sehr viele Labors international. Aber da muss ich vielleicht ganz kurz einhaken und an deiner Stelle unbescheiden sein. Du darfst es ja nicht. Sie hat dann tatsächlich selber diese molekulare Ebene der Forschung, auch die Werkzeuge, die dafür zur Verfügung stehen, als eine der ersten, wirklich als Pionierin auf diese hohe Systemebene gebracht, um dann im Tier gezielt die Fragen zu stellen, was hat das eigentlich mit Kognition, mit Gedächtnis, mit Raumorientierung zu tun? Und darin liegt natürlich mehr als nur eine neue Nische, sondern nun wirklich eine absolute Pionierleistung.
Und diese Dirigenten, von denen wir gesprochen haben, die sozusagen das Orchester leiten, der vielen Neuronen, die da kommunizieren, die haben noch einen super Dirigenten oben drüber. Ja, das ist dieser Zelltypus, den wir rein zufällig entdeckt hatten. Da waren wir auch unterwegs, etwas ganz, ganz anderes zu machen. Sie können heute in das Gehirn Moleküle einbringen, in ganz gezielte bestimmte Zellen. Das sind normalerweise Kanäle, die in Algen sind, aber die kann man dann mit einer bestimmten Lichtfrequenz anregen. Also wenn ich möchte, kann ich dann ganz bestimmte Zellen in einer Struktur des Gehirns, die mich interessiert, die für Lernen und Gedächtnis zuständig ist, ein Hippocampus, kann ich die aktivieren, wenn ich will, oder sie ausschalten, wenn ich will. Nun, man bringt nicht nur diese Moleküle ein, sondern auch einen anderen fluoreszierenden Farbstoff. Und was ein Kollege eines Morgens, Antonio Caputi aus meinem Labor, was er mir sagte, er sagte: Hanna, ich glaube, mit unserer Maus stimmt etwas nicht. Weil er sah, diese Dirigentenzellen, die kontrollieren so ein kleines Orchester lokal, also jetzt nicht aus dem Vorderhirn ganz weit nach hinten. Und was Antonio gesehen hatte, war, dass bestimmte Zellen Ausläufer hatten, die sogar von einer Hemisphäre in die andere Hemisphäre gingen. Und was wir dann die nächsten Jahre, noch jetzt arbeiten wir noch daran, was man dann sah, ist, dass diese Superdirigenten die anderen sozusagen timen. Also es geht dort um die temporale Kontrolle. Es ist nicht nur wichtig, dass eine Zelle aktiv ist, sondern mit wem ist sie wann aktiv. Also ein und dieselbe Zelle ist, wenn sie in einem anderen Netzwerk aktiv ist, hat sie eine andere Funktion und ist Teil einer anderen Repräsentation im Gehirn. Also ein und dieselbe Zelle, wir haben nicht so viele Zellen im Gehirn in dieser komplexen Welt, damit ein Neuron etwas kodiert, sondern es sind immer ganz viele Zellen. Aber ein und dieselbe Zelle kann in unterschiedlichen Ensembles aktiv sein und ist Teil einer anderen Repräsentation. Sie kann Teil ihres Anzugs sein, eine Zelle, die schwarz erkennt. Sie kann aber auch Teil von dieser Jacke sein. Also eine Zelle, die in meinem visuellen Kortex schwarz erkennt, wird Teil dieses Ensembles sein. Aber wenn ich hingucke, wird sie auch Teil dieses Ensembles sein. Und diese inhibitorischen Zellen, diese Dirigentenzellen, die machen diese Synchronisation, wenn man so will, und dass das auf die Millisekunde genau passt und damit ich so eine Wahrnehmung überhaupt in meinem Gehirn bilden kann. Wie oft versetzt Sie das Gehirn noch in Erstaunen, wenn Sie solche Dinge entdecken, betrachten, erforschen? Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also anders als Sie, ja, Sie sind schon einige Jahrzehnte in meiner Karriere vergangen. Und ich glaube, das muss man den jungen Menschen, die ins Labor kommen, sehr wohl klar machen. Wenn sie sehr gut sind und viel, viel arbeiten, dann haben sie am Ende ihrer Karriere vielleicht 2, 3 große Sachen gefunden. Die anderen, die sind wichtig, die sind schön und sie sind nett, sie helfen einem weiter. Aber diese ganz großen Momente, wenn man den Atem anhält, das zeigt sich einem nicht sehr oft. Und das wünschen wir uns alle. Und das ist etwas Unwahrscheinliches. Das sind diese Momente, da sind sie ganz bei sich. Da denken sie nicht zurück, da denken sie nicht nach vorne. Das hat nahezu etwas Spirituelles. Jetzt haben Sie sich mit dem Erinnern so intensiv befasst und mit dem Lernen, wie das funktioniert. Jetzt gehen Sie ja auch aufs Vergessen. Das heißt, Sie fragen sich auch, wie funktioniert Vergessen, von dem man ja weiß, dass wir vergessen müssen, damit wir überhaupt wieder lernen können. Wir vergessen ja das meiste gleich wieder. Das ist eigentlich auch wieder Neuland, das Sie betreten, oder? Ja, das ist durch einen Zufall entstanden. Auf unserem Gebiet arbeitet man nicht so sehr am Vergessen. Also Sie können das bei den Mäusen nicht so gut untersuchen. Also da wissen wir sehr viel aus der kognitiven Psychologie, aus der Entwicklungspsychologie, aus der Philosophie. Ich hatte das Glück, mit dem Historischen Museum in Frankfurt zu begleiten. Die hatten mich gebeten, für ihren Ausstellungskatalog
Katalog zum Thema Vergessen, wobei es ging vornehmlich um das kulturelle Vergessen, ein Kapitel zu schreiben. Und ich dachte mir, dass unsere Mausarbeit für diese Fragestellung nicht besonders wichtig ist und habe mir die Mühe gemacht, mir anzuschauen, was in den letzten 100 Jahren, denn ungefähr so weit geht dieses Gebiet zurück, was da publiziert worden sind. Und es ist interessant, also in der Psychologie, da sind zwei große Theorien, wie wir vergessen, und die kann man nicht verifizieren am Menschen. Aber ich glaube, in der Maus wären wir beinahe so weit, das zu tun. Und ich hatte wahnsinnig Lust in den letzten Jahren meiner akademischen Karriere, das irgendwie so nebenbei mit dem lauten Schlägergeld, das irgendwie dafür draufzuhauen. Ja. Können wir nachher vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen? Das Vergessen, das eine ist das Gute, das andere ist das, das unsere Gesellschaft sehr beschäftigt, zum Beispiel durch Demenz, Alzheimer. Und auch da forschen Sie ja auch mit einer großzügigen Spende. Ja, kurz vor Weihnachten hat Herr Lautenschläger und seine Stiftung nach Heidelberg nochmals an 4 Arbeitsgruppen 2 Millionen Euro gestiftet, von denen wird unsere Arbeitsgruppe 500.000 kriegen. Und was uns da interessiert, ist in einem Alzheimer-Modell sich etwas anzuschauen im Gehirn, also in den Strukturen, die mit Lernen und Gedächtnis was zu tun haben, nicht zu dem Zeitpunkt, wenn das ganze Gehirn schon voller Plaques ist und alles verändert ist, sondern in den Anfangsstadien. Würde mich interessieren, wie kommunizieren diese Zellen, wie versuchen sie das zu kompensieren? Das Gehirn versucht sehr, sehr lange zu kompensieren. Sie kommen mit einer geringen Fraktion dessen aus und deshalb merkt man es oft auch nicht, wenn Menschen dement werden, weil da kann lange kompensiert werden. Und das möchten wir auch, und das ist auch so ein Pet-Project, also etwas, was dazugekommen ist. Das hat sich aus der Situation ergeben. Es ist ergänzend zu unserer normalen Forschung. Und das andere Vergessen ist aber das physiologische Vergessen. Das physiologische Vergessen, was evolutionär konserviert ist. Die Fliege vergisst, der Wurm vergisst. Wir müssen vergessen, damit wir gesund bleiben. Es ist nicht wichtig, und wir müssen auch vergessen, um zu verzeihen. Wir müssen auch vergessen, um Traumata zu überwinden. Also Vergessen ist ein physiologischer Prozess, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Antwort da aus der Psychologie kommen wird, sondern die wird aus der Grundlagenforschung kommen. Und ich hoffe, dass wir dazu beitragen können. Sie haben ja gesagt, das ist aber Risikoforschung im Grunde, was Sie da jetzt machen. Ja, es ist Risikoforschung, weil das wissen natürlich die hier stehen. Wir schreiben Anträge an die DFG, wir schreiben die DFG-Anträge, die BMBF-Anträge. Aber da haben sie schon 40% ihrer Forschung, die ist schon fertig. Und man braucht wir nennen das Soft Money, man braucht Gelder, wenn sie eine Idee haben, wenn sie etwas finden, dass sie morgen damit anfangen, wenn sie im Labor die Möglichkeit haben oder wenn sie ein teures Gerät brauchen, das sofort zu kaufen. Und diese anderen Anträge, die uns natürlich tragen und uns weiterbringen, die sind sehr, sehr wichtig. Aber damit machen sie sehr viel solide Forschung. Damit will ich nicht sagen, dass da nichts, sondern wenn sie da was Tolles unterwegs finden, gehen sie auch abseits. Und die DFG hat das immer verstanden. Ja? Aber sie müssen zunächst mal sehr viel in Vorleistung treten, um dieses Geld zu bekommen. Und dafür sind Preise, dafür ist dieses sogenannte Soft Money sehr, sehr wichtig. Obwohl Sie so begeistert sind und wirken, haben Sie gesagt, Wissenschaft ist ein Knochenjob. Warum? Ja, es ist Knochenarbeit, weil Sie lange Stunden arbeiten. Ich bin sicher, wenn meine Mitarbeiter dieses Gespräch fertig gehört haben, wenn viele von Ihnen heute am Freitagabend, also ich weiß ganz bestimmt, dass Xinhua bis heute Morgen um 4 im Labor sein wird. Ich weiß, weil die Arbeit das verlangt. Ich weiß, weil es nicht reicht, Ideen zu haben, sondern Sie müssen die Arbeit machen. Und es ist natürlich auch so, dass Sie mit anderen konkurrieren, die ähnlich gut sind, die besser sind. Und Sie wollen schon vorne sein. Würden Sie das auch sagen, Herr Professor Joos, mit Ihren zarten 31 Jahren als Nachwuchswissenschaftler, dass Wissenschaft ein Knochenjob ist?
Ja, schon auch. Ich weiß nicht, ob es am Alter liegt oder am Fach vielleicht eher. Ich bin noch nie im Labor gestanden. Bei mir ist nichts, was man nachts um 3 unbedingt machen muss, dann, weil die Zellkultur sonst kaputt geht. Also auf jeden Fall Arbeit, ordentlich viel Disziplin ist notwendig und Durchhaltevermögen, dass man ankommt. Aber Sie werden doch wahrscheinlich manchmal bis morgens um 3 grübeln, oder? Und überlegen und... Selten, ja, weil irgendwann lässt die Konzentration nach und abends ist dann noch alles richtig, am nächsten Morgen stellt man fest, dass man doch ein paar Sachen übersehen hat. Bevor wir weitersprechen, möchten Sie sich ja auch bedanken. Ja, ja, auf jeden Fall. Also vielen Dank, Herr Lautenschläger, für die Unterstützung. Das ist wirklich eine große Hilfe und ich würde natürlich nicht quasi hier stehen oder die Sachen rausgefunden haben, ohne nicht irgendwie die Hilfe von vielen anderen in meiner Karriere. Also wenn ich da denke an Sahar Kaplutschko, während ich studiert habe, in vielen Einzelstunden, Einzelgesprächen viel beigebracht hat. Tito Rautenbach und Henning Brunn-Fujimoto, die mir während der Promotion so viel beigebracht haben, wie man solide wissenschaftlich arbeitet. Und dann in den nächsten 4 Jahren Daniela Kühn und Derek Osthus, wie sie mir ja beigebracht haben, die richtig schwierigen Dinge anzupacken. Und ja, zu guter Letzt auch meine Frau, die quasi immer wieder versteht, wenn ich dann doch mal bis, sagen wir mal, abends um 12 grübel und vielleicht auch nicht immer ganz dem Jetzt und Hier bin, sondern eher in der Gedankenwelt. Dankeschön. Dann fragen wir doch mal den Professor, der Sie vorgeschlagen hat, lieber Professor Weicher. Warum haben Sie ihn vorgeschlagen? Was macht ihn so besonders, so herausragend? Ja, danke. Also ich habe Herrn Joos ja vorgeschlagen im Namen der Fakultät für Mathematik und Informatik, die ich als Dekan vertrete. Und für uns war eigentlich die Nominierung von Herrn Joos eine sehr offensichtliche Sache. Also für die, wie der Name schon verrät, vereinen wir in der Fakultät die Fächer Mathematik und Informatik, die ich ganz gerne mit leichter Übertreibung als das älteste wissenschaftliche Fach und das jüngste wissenschaftliche Fach bezeichne, die Mathematik und die Informatik. Wir verbinden also lange Tradition mit hoher Aktualität und legen dabei Wert auch auf interdisziplinären Austausch, nicht nur innerhalb der Fakultät, sondern auch mit anderen Wissenschaften bis hin zu den Geisteswissenschaften. Und Herr Joos verkörpert also diesen Charakter der Fakultät in fast idealer Weise. Er ist also einerseits Mathematiker, andererseits theoretischer Informatiker und schlägt eine Brücke zwischen diesen beiden. Er arbeitet an zum Teil sehr alten Problemen, die er mit also technischem Können und Kreativität zu ganz überraschenden neuen Ansätzen führt. Und er ist ja ein Knobler. Er ist ja einer, der immer weiter grübelt über Probleme, die eigentlich schon lange da sind in der Mathematik. Also was zeichnet ihn da aus? Denn da haben sich ja viele andere schon dran gesetzt. Ja, er hat eben diesen Austausch zwischen der Mathematik und der theoretischen in Informatik und er hat also auch jetzt schon in seiner jungen Karriere sehr produktiv gewesen und hat also hohe internationale Visibilität erreicht und er hat sich auch, seitdem er in Heidelberg ist, sehr in die Fakultät eingebracht und ist eine sichere Wette, dass er auch jetzt noch in der Zukunft weiter Herausragendes leistet und sicher die beiden Fächer auch noch verbinden wird bei uns und gratulieren auch ganz herzlich im Namen der Fakultät zu diesem Preis. Herzlichen Dank. Ja, ich gehe noch mal zurück. Also wir haben gehört, Sie sind an der Schnittstelle. Und da, an der Schnittstelle zur diskreten Mathematik, zur Graphentheorie und zur Kombinatorik und zur theoretischen Informatik. Und also für alle, die weder Informatiker noch Mathematiker sind, können Sie uns erklären, Sie beide, was da der Reiz ist, was da passiert an dieser Schnittstelle? Ja, ich kann es versuchen. Ja. Also was mich besonders an der Kombinatorik irgendwie begeistert ist, dass manche Fragestellungen unheimlich einfach zu erklären sind, selbst für Nicht-Mathematiker. Mhm. Und trotzdem kann die Antwort, oder sagen wir mal die Begründung zur Antwort, unheimlich schwierig sein. Ich würde versuchen, mal ein kurzes Beispiel zu machen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben irgendeine Landkarte, sagen wir mal von Deutschland.
sagen wir mal, mit allen Bundesländern, allen 16 Bundesländern sind drin. Und ich gebe Ihnen jetzt Buntstifte, Sie sollen jetzt die Landkarte anmalen. Aber natürlich sollen Sie besser Baden-Württemberg und Hessen nicht mehr gleich in Farbe anmalen, weil sonst sehen wir nicht mehr, dass es zwei Bundesländer sind. Und jetzt ist die Frage, wie viele verschiedene Farben brauchen Sie denn? Na gut, Sie können das austüfteln für Deutschland, dann gebe ich Ihnen eine andere Karte. Ja? Und die Frage ist jetzt, brauche ich, wenn ich die Karte nur kompliziert genug mache, immer mehr verschiedene Farben? Die Antwort ist aber nein. Also vier reichen immer aus, egal wie kompliziert die Karte ist. Und das finde ich ist ein super Beispiel, wo man, ja, also ein ganz kompliziertes, also eine ganz einfache Frage, aber es hat ein Jahrhundert gedauert, bis wir das rausgefunden haben. Ein Jahrhundert? Ja. Wahnsinn. Also ich habe gehört, Sie sind passionierter Knobler. Also das hat Sie wahrscheinlich von klein auf schon begeistert, solche Fragen, oder? Ja, also ich knobel ganz gern, wobei ich dann sagen muss, wenn ich so einen Rubik's Cube habe oder so, ich verliere dann doch auch immer wieder die Disziplin und das Durchhaltevermögen und gebe dann doch wieder schnell auf. Wie lange brauchen Sie? Immer, ja, ich bin überhaupt nicht gut. Aber eben im Kopf knobeln Sie nach wie vor leidenschaftlich gerne weiter. Das heißt, es gibt in der Mathematik, auch das wird nicht allen bewusst sein, noch ganz viele ungeklärte Rätsel, die zu lösen sind. Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir da an solche Varianten von diesen Farben denken, also von dem Farbproblem von der Landkarte, sind noch ganz, ganz viele Sachen offen, die wir bis heute nicht kennen. Also Sie werden gerühmt zum Beispiel für eine richtungsweisende Lösung des Ober-Wolfach-Problems. Da sagen jetzt wahrscheinlich relativ wenige, die uns zuschauen, das Ober-Wolfach-Problem, da habe ich mich schon öfter mit befasst. Worum geht's da und was haben Sie da für eine Lösung gefunden? Also da geht es um folgendes Problem, so stellen Sie sich vor, Sie haben irgendeine Konferenz, eine Tagung und was Sie natürlich gerne hätten, dass jeder sich, also es motiviert durch diese Fragestellung, Sie wollen sich natürlich gerne kennenlernen. Und wann geht es am besten? Natürlich beim Frühstück, Mittagessen, Abendessen, wenn Sie einfach neben jemandem sitzen und dann mit dem reden. Und stellen wir uns mal vor, es gibt so eine Tagung und es gibt irgendwie im Speisesaal lauter runde Tische, unterschiedlicher Größe wegen mir. Und jetzt sagen wir, also haben wir 5 Tage wegen mir, drei Mahlzeiten, sind 15 Mahlzeiten. Gut, Sie können jedes Mal 2 Leute kennenlernen. Sag mal, das wäre genau so. Es gibt genau 30 andere, also mit Ihnen 31 Teilnehmer dieser Tagung. Natürlich schaffen wir es, dass wenn also Sie auch ein Teilnehmer sind, dass Sie jeden mal kennenlernen. Natürlich, wir sagen einfach den ersten beiden am Montagmorgen, bitte neben Ihnen einen Platz nehmen und so weiter, gehen wir doch alle 30 Mal durch. Jetzt sagt das Ober-Wolfach-Problem oder fragt das Ober-Wolfach-Problem, ist es möglich für alle gleichzeitig? Also natürlich können wir es bei einem hinbekommen, aber kriegen wir es für alle gleichzeitig hin, dass jeder mal jeden kennenlernt während dieser Woche? Man kann vielleicht einwerfen, dass das ein sehr praktisches Problem ist, denn Ober-Wolfach ist ein Tagungsort, wo sich Mathematiker treffen und tatsächlich folgen die Organisatoren dieser Tagung in den Ober-Wolfach genau diesem Modell. Und dann sitzen eben die Mathematiker dann beim Frühstück und fragen sich, ob es tatsächlich möglich ist, dass sie sich alle kennenlernen oder wie lange die Tagung sein muss, damit das passiert. Deshalb ist das also ein wirklich praktisches Problem für Mathematik. Was das Ganze erheblich erschweren würde, noch wäre dann die Frage, wie man das unter pandemischen Bedingungen berechnen kann. Aber das wollen wir lieber weglassen. Aber Sie haben da eine unkonventionelle Lösung dafür gefunden. Ja, genau. Wir haben dann rausgefunden oder wir haben bewiesen, also in Zusammenarbeit mit Daniela Kühn, Derek Osthus, Jae-Hoon Kim und Stefan Glock, dass es immer möglich ist, auch egal wie große Tische haben. Es könnte ja dran liegen, jetzt haben sie irgendwie nur 3er-Tische oder 5er-Tische und 3er-Tische ist irgendwie ungünstig. Wann immer die Tagung groß genug ist. Also für kleine Fälle, da wissen wir es nicht so genau, aber also es ist mehr ein theoretisches Resultat. Für große Tagungen funktioniert es. Sie haben auch noch ganz tolle Lösungen gefunden für die Kusszahl. Das ist jetzt schon meine Lieblingszahl, obwohl ich nicht weiß, was die Kusszahl ist. Ich habe nie von ihr gehört. Ist unter pandemischen Bedingungen auch schwierig. Aber was haben Sie bei der Kusszahl gemacht? Die befindet sich ja in, da geht es um d-dimensionale Räume. Noch so ein Ding, von dem ich, muss ich gestehen, vorher nie gehört hatte. Aber es ist faszinierend. Erklären Sie es uns. Ja, das ist mehr ein geometrisches Problem. Also stellen wir uns das mal, also da haben Sie lauter Kugeln, alle gleiche Größe. Also vielleicht zur Veranschaulichung haben Sie einfach lauter Orangen. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben eine Lieblingsorange. Also die schwebt jetzt wegen mir Ihnen vor Ihnen in den Raum. Schwerkraft ignorieren wir jetzt mal alles. Also Ihre Lieblingsorange. Und jetzt fragen Sie, wie viele andere Orangen, die Sie noch da haben, können Sie quasi direkt neben Ihre Lieblingsorange so dranheften. Vielleicht nehmen Sie einen Zahnstocher und stechen die in beide rein. Wie viele kriegen Sie um diese Orange außenrum? Und
Also Concustalis, weil die äußere Orange die innere Lieblingsorange küsst, also berührt. Und die Frage ist, wie viel geht da? Also da hat schon Newton mit Gregory 1690 ungefähr überlegt, sind es jetzt 12 oder 13? Ja, das Kuriose ist da, wenn man 12 macht, die kann man so machen, dass überall noch ein bisschen Platz ist, dann könnte man auch meinen, dass man ein bisschen zu schiebt. Und dann passt eine 13 noch hin. Das ist aber nicht der Fall. Und was wir dann gemacht haben, ist, wenn man jetzt nicht den dreidimensionalen Raum anschaut, sondern höhere Dimensionen anschaut, das klingt jetzt vielleicht etwas kurios, aber im Wesentlichen ist es einfach nur, ich meine, wenn Sie an die Schule noch denken, da haben Sie irgendwie so Vektoren mit 3 Einträgen, machen Sie einfach ein paar mehr Einträge. Das mathematisch macht das gar keinen großen Unterschied. Oder denken Sie einfach, Sie haben viele Messungen, dann ist es nicht nur 3 Daten, sondern irgendwie viele Daten auf einmal. Ja? Also geometrisch passiert da nicht viel anderes. Aber umso größer Dimension, umso schlechter unser Verständnis, was denn da passiert. Da klafft es noch sehr auseinander. Und wir wissen jetzt ein bisschen, wir können auf jeden Fall ein bisschen mehr machen als vorher. Aber unser Wissen, die Lücke ist immer noch riesig. Wo das denn sein muss, in welcher Größenordnung. Also wir haben ja schon gehört, dass Frau Professor Monnier eine ausgezeichnete und begeisternde Lehrerin und Professorin eben auch ist für die Studentinnen und Studenten. Ich glaube, bei Ihnen ist das auch so. Also wenn ich nur einmal einen Mathelehrer gehabt hätte, der mir so Dinge erklären hätte können, was hätte aus mir werden können? Also ja, toll, großes Kompliment dafür, wie wunderbar Sie uns das erklärt haben. Sie leiten ja auch seit vergangenem Jahr eine Nachwuchsforschergruppe für theoretische Informatik an der Fakultät für Mathematik und Informatik, die zusätzlich auch im Emmy-Noether-Programm gefördert wird. Das ist das Elite-Programm der DFG für Nachwuchswissenschaftler. Was machen Sie dann da? Genau wieder diese Fragestellungen oder nochmal ganz andere? Ja, also wirklich sehr, sehr ähnliche zu diesen 3 schon erwähnten Sachen. Ich glaube, es würde zu weit führen, da natürlich Details zu erwähnen, aber wir versuchen solche Sachen auszuknobeln, einfach unser Wissen zu erweitern. Und natürlich ist natürlich auch meine Aufgabe, die nächste Generation heranzuziehen, was ich mit großer Freude mache, die auch zu begeistern und die zu lehren, wie man akkurat arbeitet und wie man auch diszipliniert arbeitet, damit man vorankommt. Dazu kommt die Juniorprofessur und jetzt auch noch der Lautenschläger Nachwuchsforschungspreis. Was bedeutet Ihnen dieser Preis und was haben Sie vor mit diesem 25.000 Euro Preisgeld? Ja, ist natürlich eine sehr schöne Bestätigung, dass es bisher ganz gut gelaufen ist und dass ich weiter so machen sollte und durchhalten sollte, wenn es mal nicht so gut geht. Und wir werden mit dem Preisgeld auch in unserer Arbeitsgruppe Kooperationen ausbauen mit Kooperationspartnern oder wenn wir neue IT brauchen, das dort benutzen. Also es gibt auf jeden Fall gute Anwendungsmöglichkeiten. An der Schnittstelle zwischen Informatik und Mathematik, heißt das, das sind die beiden Welten, in denen Sie sich bewegen? Oder sind Sie auch so wie Frau Professor Monnier, dass Sie gern auch noch mal in ganz andere Bereiche reinschauen für Ihre mathematischen Fragestellungen? Ja, im Moment bin ich hauptsächlich da. Das ist natürlich ein weites Feld. Also wenn das klingt eigentlich so, also da selbst auf diesem Gebiet beackere ich nur einen Teil. Und das, okay. Aber bei Ihnen ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie mit Wissenschaftlerinnen aus ganz anderen Disziplinen zusammenarbeiten. Als ich in seinem Alter war, war ich sehr, sehr fokussiert. Okay. Sehr, sehr fokussiert. Sie haben nicht die Valenzen, 1000 andere Sachen zu machen. Und das habe ich von meinem amerikanischen Lehrer eigentlich sehr rasch gelernt, der mich nach einem Jahr zu sich rief und sagte, du musst noch stärker fokussiert sein. Habe ich schon geguckt. Okay. Doch, also das kommt dann später, da hat man hat mehr Mitarbeiter, kriegt vielleicht auch noch leichter Gelder, die einen so ein bisschen einen Schlenker machen, die einem das erlauben. Aber ich glaube, in dem Alter, stay put. Ja, in den Jahren müssen Sie erst mal zeigen, dass Sie das können. Was bestimmt und dass Sie das können. Und dann können Sie immer noch. Aber gerade beim Gehirn ist es wahrscheinlich einfach sehr wichtig, dass man eben auch mit den ganzen anderen Disziplinen, die im weiteren Sinne damit zu tun haben. Sie sprechen etwas an, da eignet sich das Gebiet. Aber ich glaube, wir denken so, ja klar, wir Menschen, das Gehirn ist ein ganz wichtiges Organ. Aber ich glaube, wenn Sie hier 20 motivierte Wissenschaftler hätten von, ich weiß es nicht,
oder den motiviertesten Sportler. Das ist nicht anders. Ich glaube, wenn du eine Passion für eine Sache hast, dann machst du das gut. Und ich glaube, der Antrieb kommt nicht von außen, der kommt von dir und du willst es wissen oder können. Oder das ist sicher bei der Pianistin nicht anders als beim Sportler, beim Leistungssportler oder bei dem Forscher, sei der Mathematiker, sei der Physiker, Kunsthistoriker. Also ich glaube, das, was uns treibt und was uns bewegt und was uns auch entmutigt, ja, das ist, wir sind heute, das ist ein Festtag, aber ich glaube schon für viele und für uns, die Höhen, die sind sehr hoch und die Tiefen sind sehr tief. Also ich kenne andere Berufe, da ist es gleichbleibender. Ja? Das ist schon, das sind lange Durststrecken, die Projekte dauern lange und wenn es mal nicht so gut geht, dann fließt auch das Geld nicht. Ja? Das muss man sich auch klar machen. Aber umso schöner, Sie haben es ja vorhin schon gesagt, dass Sie diesen Preis gewonnen haben und das Geld einsetzen können als Soft Money, wie Sie gesagt haben. Für ja, aber es ist... Die Forschung, die Risikoforschung ist über das vergessen. Also der Preis bedeutet Ihnen sehr viel. Es bedeutet sehr, sehr viel, aber ich möchte an diesem Punkt wirklich bescheiden sein. Es ist eine Mischung aus gut sein, viel arbeiten, mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten, die richtigen Lehrer gehabt zu haben. Ich versuche das wirklich auch zu leben, was ich von meinem Lehrer Dennis Choi und von Peter Seeborg vorgelebt gekriegt habe. Ja, also ich kann dem nicht viel mehr hinzufügen und wenn ich jetzt wieder jung wäre, würde ich es wieder so machen. Professor Dragun hat mir gesagt, dass das noch zum Abschluss, dass Sie eben auch sehr viel tun für die Förderung internationaler Wissenschaftskooperationen und aber eben gerade auch für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Also da wird dieses Geld eben Ihrer ganzen Gruppe und gerade dem Nachwuchs auch dort zugutekommen. Ja, natürlich. Und ich bin auch Visiting Professor in Berlin und in Rom. Also ich habe es sehr, sehr gerne, wenn Leute in unser Labor kommen, wenn unsere Leute hoffentlich dann auch in diese anderen Labors gehen, also dieser Austausch, das ist ein etwas Großartiges und sie können nicht als Professor, auch wenn sie noch so gut sind, sie brauchen eine gute Gruppe und aber diese Dialektik ist wirklich wichtig, also der Professor muss gut sein, der zieht dann gute Leute an, diese guten Leute, die ziehen andere guten Leute an, also da kommt der erste gute Italiener und dann kommt aus der Community der zweite, der dritte und der vierte. Also die kommen dann auch so in Schüben. Ja, und das freut einen natürlich selbst, denen etwas mit auf den Weg geben zu können. Ich habe auch zu den meisten meiner Mitarbeiter, die mein Labor schon lange verlassen haben, habe ich weiter Kontakt. Also ich glaube, Sie haben unseren Nachwuchspreisträger jetzt auch noch mal richtig motiviert, da dran zu bleiben, auch mit seiner Nachwuchsforschungsgruppe. Vielen Dank für die Einblicke in Ihre Arbeit. Vielen Dank für Ihre großartige Unterstützung dabei und dass Sie diese beiden wunderbaren Preisträger vorgeschlagen haben. Vielen Dank auch für die Einblicke in die Wissenschaftswelt allgemein, die Sie uns gegeben haben, neben Ihren Spezialgebieten. Und wir wünschen Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg bei Ihrer Forschung, weiterhin so viel Begeisterung und nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Sie dürfen Platz nehmen. Und wir freuen uns jetzt auf unseren Preisstifter, Dr. Manfred Lautenschläger. Tja, meine Damen und Herren, Magnificenz insbesondere, liebe Preisträger, da stehe ich nun, ich armer Tor, und soll nach diesen wissenschaftlichen Ergüssen noch das meine hinterherbringen. Eigentlich müsste ich jetzt einen Tag Zeit haben, das alles verarbeiten, ein Aufnahmegerät laufen gelassen haben und das alles für mich zu verarbeiten und daraus für mich auch ein Fazit zu ziehen, das dann für ein Auditorium einigermaßen verständlich ist und auch einigermaßen Niveau hat. Eigentlich könnte man mich ganz weglassen, aber ich versuche es trotzdem mal. Ich fange
mit dir an, lieber Bernhard. Du hast mich vorhin geduzt, ist ja aber so eine Sache. Bei so Veranstaltungen ist per Du, soll man Magnificenz sagen oder lieber Herr Dr. Lautensteger, du hast Manfred gesagt, also lieber Bernhard. Du hast in den Passagen zum Wesen des Preises der Unterstützung von Wissenschaftlern. Und ich bitte dich sehr, mir das Manuskript zur Verfügung zu stellen, dass meine Überzeugung zur Förderung von Wissenschaftlern perfekt formuliert. Besser könnte ich es gar nicht formulieren. Ich vergleiche einen Wissenschaftler immer sehr gerne mit einem Unternehmer. Ich habe einer meiner Söhne, hat nach seinem Examen an der Business School in Frankfurt ein Start-up gegründet. Und dieses Start-up hatte außer einem Sachgebiet besonders auch noch die sich zur Aufgabe gemacht, Start-ups zu beraten. Er hat über 160 junge Unternehmer beraten, die Start-up gegründet haben. 10 davon hat er geraten, das ist in Ordnung, mach das mal so. Und alles, was er mir erzählte, könnte man genauso auf einen Wissenschaftler projizieren, der einen Preis bekommt. Ich habe immer, wenn ich einen Preis verliehen habe, gesagt, wir haben vorher uns mit Ihnen beschäftigt, wir vertrauen Ihnen, Sie haben bisher die Voraussetzungen geschaffen, nehmen Sie das Geld, arbeiten Sie damit, kontrollieren tue ich nicht. Und stammt übrigens auch von mir, was du vorhin gesagt hast, Kontrolle ist gut, aber Vertrauen ist besser. Das als Vorgeschichte dazu. Und ich fange jetzt, ein bisschen möchte ich auf meine Preisträger eingehen, aber Sie haben Verständnis vielleicht noch ein bisschen, denn nach den Ausführungen kann ich nicht mehr viel bringen. Zumal Ihnen, Herr Brock, bin ich sehr böse. Von den 2 Hauptgebieten von Ihnen habe ich hier Kusszahl. Und dazu wollte ich mit ihm reden hier. Denn als er zu mir kam, ich habe ihn zu mir eingeladen, damit ich ihn mal kennenlerne, habe ich gesagt, Kusszahl, das interessiert mich. Vor 50, 60 Jahren, als das für mich in der Praxis interessant gewesen wäre, da hatte ich kein Material darüber. Da fing er an, mir zu erklären, 12 Kugeln oder 13 Kugeln und Newton und Orange und so weiter. Ich sage, okay, habe ich nichts verpasst. Das Rätsel ist ja ungelöst. 12 oder 13 Kugeln. Nein, es ist gelöst. Mehr als 12 sind sie. Gut, aber hätten wir vor 50 Jahren beim Küssen auch nicht geholfen. Also da haben Sie mir leider so ein bisschen den Dialog mit ihm genommen. Ich fange auch mit Ihnen an, eben aber ganz bescheiden, weil es ist, glaube ich, undankbar, wenn ich die Hauptpreisträgerin ausführlich gewürdigt habe und dann als Appendix der Junior noch hinterherkommt. Ich war immer ein Verfechter der Förderung der Jugend, von jungen Leuten, ob das in der Wissenschaft ist, ob das bei meinen Mitarbeitern ist, ob das im Sport ist, einfach jungen Menschen eine Chance geben. Der frühere Präsident Kennedy, der 1960, die meisten von Ihnen waren da noch nicht auf der Welt, zum Präsidenten gewählt wurde. Er war bis dahin, ich glaube, er war der jüngste Präsidentschaftskandidat mit Mitte 40 damals, was man ihm dann ja auch um die Ohren gehauen hat. Heute könnte man sagen, was wollte der Tatterkreis eigentlich noch Präsident sein, wenn ich so jetzt den jetzigen und den vorherigen anschaue. Und Kennedy sagte wunderbar als Antwort, es kommt nicht drauf an, es kommt nicht auf die Farbe der Haare an, die auf der Schädeldecke sind, es kommt drauf an, was unter der Schädeldecke ist. Und da haben Sie in Ihrem kurzen wissenschaftlichen Leben, lieber Herr Joost, glaube ich, doch einiges bewiesen. Ich nehme mir nur selber übel, dass ich so spät damit angefangen habe, zum Hauptpreis doch diesen Juniorpreis auszuloben. Ich und Sie sind wieder eine Bestätigung dafür, wie gut es ist. Und ich habe vorhin auch Ihre Frau beobachtet, wie sie so stolz daher geschaut hat, dass Ihr Mann da vorne steht. Und jetzt zu Ihnen, liebe Frau Monnier, und ich darf ja nicht Hanna sagen, haben wir vorher ausgemacht. Ich versuche mal einfach beim Menschen und wenn ich ganz zugehe, beim Menschlein Hanna Monnier anzufangen. Hanna Monnier wuchs in Rumänien, in Siebenbürgen auf, deutschsprachig, ging auf eine englische Schule, daher ihr perfektes Englisch. Ich habe sie mal mit ihrem Friseur, das ist auch mein Friseur, ist Franzose, perfektes Französisch reden hören.
Der hat auch noch einen italienischen Kollegen, mit dem hast du auch Italienisch geredet. Und nachdem ich mal meinen Angeber Italienisch bei ihr angebracht habe, nämlich die ersten drei Zeilen der Divina Commedia von Dante, die mal mein Lateinlehrer mal aufgeschrieben hat, als ich mit dem Fahrrad nach Italien gefahren bin, hat gesagt, zitiere das, du wirst in Italien immer Freunde finden. Das habe ich Hannah Monnier mal erzählt und sie hat mir eine Version von Dante Divina Commedia, eine Seite Italienisch, eine Seite Deutsch, geschenkt. Also heute sprichst du 7 Sprachen? Immerhin 6 Sprachen fließend, das ist schon mal, damit können wir einen Beruf ausfüllen, nach Brüssel gehen als Simultandolmetscher oder was auch immer. Und das Mädchen Hanna kam mit 17 Jahren aus Rumänien ganz allein nach Deutschland. Sie wollte investen, versprach sich dort mehr Chancen, in einer Demokratie aufzuwachsen. Rumänien unter Ceausescu war, glaube ich, nicht zum Totlachen damals und versprach sich auch für ihre berufliche Entwicklung mehr davon. Sie geriet ans Hölderlin-Gymnasium in Heidelberg und sagte, ich würde gern, da muss ich das vorstellen, kommt zur Direktorin, ein 17-jähriges Mädchen aus Rumänien, sagte, ich würde gern in ihr Gymnasium gehen. Aber die Direktorin war aufgeschlossen und sagt, ja, ist okay. Also ich würde sagen, fang mal in der 10. Klasse an. Nee, sagt sie, ich möchte in die 12. Klasse. Also 2 Jahre vor dem Abitur als Einsteiger, ganz schön forsch. Lange Rede, kurzer Sinn, nach 2 Jahren machte Hannah Monnier das Abitur mit 1,1. Das ist also die Vorgeschichte zu einer grandiosen wissenschaftlichen Laufbahn, Medizinstudium, nachher in der Neurologie spezialisiert und sie ist heute Direktorin der, das muss ich noch mal ein bisschen nachlesen, der klinischen Neurologie, das ist eine Brückenabteilung zwischen medizinischer Fakultät, Universität und DKFZ, also eine verbindende Tätigkeit. Ich bin selber ein großer Anhänger, Grenzen zu überwinden und oder auch interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Logische Konsequenz, sie bekamen einen Preis verliehen, der den Namen eines Universalgenies vor vielen, vielen Jahren trägt, nämlich den Leibniz-Preis. Hannah Monnier schenkte mir mal ein Buch, in dem sie Co-Autorin ist. Da geht es nicht direkt um hohe Wissenschaft. Es trägt den Titel das geniale Gedächtnis. Also eben, es hat auch was mit der Neurobiologie zu tun. Das hat sie auch zusammen mit einem Philosophen und Schriftsteller Martin Gassmann geschrieben. Und in diesem Buch habe ich älterer Mann, tröstliche Worte gefunden. Ich zitiere ein Kapitel, das ist um die Seite 180, Hanna, Gedächtnis und Älterwerden oder Doppelpunkt, Vergessen ist menschlich und bringt uns weiter. Also jedes Mal, seit ich das gelesen habe, wenn ich was vergessen habe, verdammt, wie heißt er nochmal oder wie war das? Also, vergessen bringt mich schon weiter. Das ist ein großer Trost für mich, liebe Hanna. Damit hast du mir viel auf meine Restjahre jenseits der 80 mitgegeben und dafür danke ich dir sehr. Ja, du hast es erwähnt vorhin, mich fasziniert diese Tätigkeit noch auch über den heutigen Preis hinaus. Ich habe dir gemeinsam mit Professor Wieck, dem Chef der Neurologie, zusammen 1 Million ausgelobt für die nächsten 4 Jahre, um an der Krankheit, der ganz gefährlichen Krankheit, der immer mehr zunehmenden Krankheit Alzheimer zur Verfügung zu stellen. Dass Alzheimer zunehmen wird, ist eine Frage der Logik. Die Lebenserwartung des Menschen ist heutzutage deutlich höher als noch vor 30, 40 Jahren. Die heute Geborenen sollen angeblich 100 Jahre alt werden. Wie auch immer, sie werden auf jeden Fall älter und damit wird automatisch diese Krankheit gefährlicher und zahlreicher werden. Und ihr habt ja auch schon eine Stoßrichtung, es wird bereits daran geforscht, eine Stoßrichtung entdeckt, nämlich nicht schon ausgebrochenes Alzheimer zu heilen, sondern prophylaktisch vorzugehen, um zu verhindern, dass Alzheimer kommt.
ich werde nicht kontrollieren, ich vertraue euch und freue mich auf das Ergebnis. Und mit 82 Jahren und 4 Jahren Forschung füge ich noch an, ich hoffe, das Ergebnis doch zu erleben. Es war mir ein Vergnügen, heute hier zu sein. Es ist mir eine große Freude, heute so ausgezeichnete Vertreter der Wissenschaften an der Heidelberger Universität ausgezeichnet haben zu können. Und mal sehen, junger Mann, vielleicht gibt es mal den Forschungspreis für Erwachsene sozusagen. Oder, weiß Gott, vielleicht kriegen wir auch mal nach dem Launschäger-Preis auch einen Nobelpreis, wäre ja auch schön. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ein Gruß nach draußen. Ich hoffe, viele, die heute nicht hier sein konnten, sitzen am Bildschirm und verfolgen die heutige Feier. Ich glaube, es hat sich für Sie gelohnt. Schade für uns. Normalerweise sitzen hier in der alten Aula etwa 400 Leute. Es ist eine tolle Stimmung. Aber wir haben, glaube ich, das unsere und insbesondere Sie dazu getan, dass hier ein klasse Geist der Wissenschaft durch die alte Aula wehte. Nochmal Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Lautenschläger. Ein herzliches Dankeschön allen, die heute mitgewirkt haben und allen, die diesen Livestream möglich gemacht haben. Nochmal herzlichen Glückwunsch an unsere beiden Preisträger und natürlich weiter viel Erfolg. Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es Ihnen gefallen hat, die Preisverleihung können Sie ab kommenden Montagnachmittag auf dem YouTube-Kanal der Universität Heidelberg anschauen oder teilen mit anderen. Das geht auch über HAI Online, den Internetkanal der Universität mit digitalen Veranstaltungsformaten, die sich an die breite Öffentlichkeit wenden. Also, das wird in Zukunft weiter möglich sein, wenn Sie sagen, Mensch, da müssen wir andere dafür begeistern. Jetzt kriegen wir endlich erklärt, was die Kusszahl ist zum Beispiel oder was Superdirigenten im Gehirn machen. Und dafür können Sie es natürlich gerne auch anderen zeigen. Ich darf mich jetzt schon verabschieden, denn zum Abschluss hören wir noch einmal, wie versprochen, Julia Kade mit einer noch unveröffentlichten Komposition, Balance.